Race the Skywalk ist alles andere als ein normales Wettrennen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen dabei senkrecht den Berg hinauf. Wetterbedingt dieses Mal nicht auf den Dachstein, sondern durch die Silberkarklamm. Rette mich, Mountain Man, bitte, rette mich, du bist so stark. Moment, am Berg gibt's keine Klischees, sondern mächtig Frauenpower. Ganz genau 5 Frauen und 8 Männer, allesamt angst- und schwindelfrei, stellen sich in diesem Jahr der ultimativen Herausforderung. Die Silberkarklamm in Ramsau am Dachstein so schnell wie möglich zu bezwingen. Nie auf, wir schauen nur gehen. Kilometer geht's nach oben. Zuerst wird geklettert, dann gelaufen. Am Berg sind die Athleten immer doppelt gesichert. Das Wichtigste ist, glaube ich, das Umhängen, dass man dort schnell ist, dass man die Karabinerski mitschiebt, und das ist einmal eines für die wichtigsten Sachen. Für die Kletterstrecke benötigen Amateure gut 45 Minuten. Die Profis in den Seilen sind mehr als eine halbe Stunde schneller. Das ist im Prinzip ein normales Klettersteig, nur dass du voll schinst. Lukas Reuer schafft die gesamte Strecke in 10 Minuten und 45 Sekunden. Die schnellste bei den Damen, Lydia Brucker, braust in 13 Minuten 24 durch die Silberkarklamm. Die schwierigste für mich ist die Laufstrecke durch den Wald nach dem Klettersteig. Das ist total anstrengend, weil man ist vom Klettersteig schmiert und dann ist es sehr steil und wirklich zart.